Moin, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Folge S 19 auf der Micham. Wie geht's denn? Wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Jo, es ist ein paar Tage vergangen, eigentlich der ganze Sommer passt schon rum. Ich bin ein bisschen im Schwimmbad, hab da ein bisschen Nebenjob gemacht, hab jetzt auch ein bisschen, 5000 Euro, ein bisschen Geld verdient. Nein, ein bisschen gedüngt. Und ja, die Zeit ist vergangen. Die ersten Felder sind erntereif. Das ist ja, was ich mir kaufen will. Ich finde aber noch ein bisschen 13.000 Euro für. Aber ich habe noch ganz viel Milch. Ich will es noch zur Milchtankstelle bringen. Denn wenn man sich die Preise in der Milchtankstelle angucke, die sehen sehr gut aus heute. Die Milch reicht wieder für 2-3 Tage. Ist ja frisch Milch. Ist von daher alles gut. Und ja, das ist so heute der Plan. Wir können auch heute schon den Drescher los nutzen. Zum ersten Felder dreschen. Aber mein Plan ist heute erstmal Heu zu machen. Ich werde erstmal ein bisschen Heu machen. Denn die Wiese ist fertig. So, es reif, ist endlich trocken. Es hat die ganzen letzten Tage nur geregnet. Und deswegen musste ich dann noch nichts machen. Musste zusehen und habe halt zwischendurch gefüttert. Das alles gemacht, aber es war halt nur am Pissen. Und ja, dann ist die Nacht halt so aufgehört. Jetzt ist der Boden ein bisschen trockener. Angetrocknet, aber wir melden jetzt schon mal. Kann ich danach auf dem Schwarz ein bisschen antrocknen und dann vor Stadt. Dann schießt mich jetzt einmal mähen. Und dann das schon mal gemacht, so dass es passt. Das jetzt mal hier stehen. Muss nachher wieder neu mischen. Das Stroh raus. Dann mich auch wieder frei. Kann ich hier nachher wenden fahren. So, das jetzt mal hier stehen. Nicht aus. Gut. Muss man sauber machen, wo ich vom dringend fressen, deswegen wird Zeit, dass unser Weizen reif wird, aber das dauert noch einen Tag. Zweiter Tag. Könnte ich mal die Milch wenigstens wegfahren. Also, dann können sie das Feld kaufen, dann kann man eigentlich schon dreschen fahren morgen. Also heute Abend eher gesagt, weil wenn wir uns das Wetter richtig anschauen, sehen wir, dass es am Dienstag wieder regnen soll. Das heißt, bis dahin hätte ich gern die Felder abgehen, wieder neu bestellt am liebsten. Die Tür. Ja, ich mach's lieber zu, nicht dass ich jetzt abfahre hier an der Mauer. Ganz nah dran fahren muss. Das gibt mich gut Kohle. Das regnet Geld. Haben wir gerade noch andere Fass voll Milch und dann fahren wir hin, weil ich will gerne das Feld noch kaufen, bevor es weg ist. Das Feld gerne noch zulegen. Ich muss vorne hin. Wo ist der Milchaufladepunkt? Ah, den Hänger vorne weg. Der Rest bleibt noch hier. Die Hühner haben auch jetzt schon einige Eier gelegt. Soll ich euch mal, kann ich euch mal gucken, wie viele Eier die haben. Die sind alle ein Jahr alt. Ich würde gerne, jetzt wenn ich im Sommer in die Ernte da ist, noch ein paar Hühner kaufen. So nochmal 50 Stück oder so. Das ist einfach was, wo ich echt Interesse an meinen Hühnern, weil können wir ganz im Hof laufen, machen gute Eier. Dann noch automatisch hier beistellen. Ich habe auch schon vom Ort gefragt bekommen, hier hast du hast so Eier, willst du mich ein paar verkaufen? Habe schon ein paar Eier so verkauft. Sehr Hand. Die ganzen Eier machen, aber ein paar habe ich schon verkauft. Automatik, okay, wäre halt für mich mal einfacher. Und dann sagt ja, die Milch schmeckt richtig gut. Und am Schwimmbad, die haben gefragt, ist die haben gefragt, ob die mal gucken kommen können. Hab's dann ein paar Leute hier gehabt, die in die Kühe geguckt haben und so. Noch meine Videos geguckt hier mit euch. Also, denen hat es echt gut gefallen. Und ja, von daher. Jetzt genug Geld erstmal, um das Feld zu kaufen. Nice. So, passt.
Gut. Jetzt da, wenn es heute trocknet. Wobei ich denke mal, wenn jetzt das schnell ernten, ja, das mähen und dann heute Abend wieder rächen, heute Abend zu pressen, das soll ich schon mal pressen. Gut, dann. Können wir eigentlich Schluss legen mit Man? Wir kaufen uns gerade das Feld weg, wie gesagt. So. Und es ist unser Feld. Badams. Wieder pleite. Na toll, wir sind pleite, Leute. Wir haben es geschafft. Egal. Ich hör jetzt Man. Das wird heu. Erst Meter. Das könnte ich vielleicht noch machen von hier aus. So den Baum. So. Los geht's bei mir. Ich sehe gerade, wir müssten eventuell nachher bald immer tanken oder mal wieder mal tanken fahren, bevor wir Pressen fahren. Aber egal. Das ist nicht allzu wichtig. Mein wäre zwar sinnvoll, aber. Ich fasse immer noch den Baumstumpf, müssen aufpassen. Da ist er. Nächstes Mal müssen wir ein bisschen aufpassen, welchen Baumstumpf mitnehmen. Mit 20 km/h, das hat doch mal was. Ich weiß nicht, ob ich meine Zaun hier wegzumachen. Das fällt ja mit so als Grasfeld zu machen irgendwann mal. Und hier links rüber erweitern. Warum eigentlich nicht? Irgendwann muss ich noch Ackerland mehr haben, weil ich brauche Ackerland. Weil ich meine, Heu und Silo kriege ich ja mit solchen Schnitten hier genug raus erstmal. Noch Stroh und Weizen. Ich hätte noch gerne ein paar mehr Kühe, klar. Was soll ich noch ein paar Hühner aufstocken? Und vielleicht noch ein paar Kühe kaufen. Was haben wir hier? Baumstumpf da vorne. Wunderbar. Muss ja nicht hängen bleiben, alles passt. Eine Runde können wir fahren. Bin auf, ich bin noch heute Morgen auch schon mal rübergegangen und geguckt, ob hier Rehe liegen. Also. Ich glaube nur, der Haken hat ausgelöst. Ja, der hat ausgelöst, wenn wir zurückschieben, dass er wieder einhakt. So. Wieder eingehackt, mal gucken, ob alles noch ganz ist hier vorne. Ah, wir müssen noch Messer angucken. Aus. Na, guck mal, da ist ein Messer abgebrochen. 13 Schlüssel.
Dings. Brechstange und Messer brauchen wir. So, Brechstange, Messer. So. Messer rein. So. Gut. Kommen sie im Herbst weg? Bin ich noch. Okay, da ist noch. Kommt von da immer, also kann ich nicht so, kann nicht so abschneiden. So, ja. Bisschen abgerundet. Gut. Ja, jetzt, da kann ich jetzt auch drüber fahren, kannst du den Boden auf vom Trigger. Oh, guck nach rechts. Was scheint gut Futter da zu sein, also sieht nicht so mager aus wie letztes Mal. Und Futter her. Ist ein schöner Futterteppich drauf. Ertrag, dass ich könnte, ist dies ja was Gutes werden als Ernte. Wäre auch was Schönes, wenn es eine schöne reiche Ernte wird. Wäre schon schön. Da kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Aber Leute, ich würde sagen. Wir sehen uns dann nach einer Time wieder und bis gleich.
ready? Are you ready for the farmers? Farmers are we. Hamar. Faster than a boat. Faster than lightning. We are the farmers. Sie ist runter. Können wir jetzt wegstellen? Waschen wir gerade ab. Stellen es weg. Dann nehmen wir schon mal den Kipper an. So, langsam den Berg runter. War auch gerade sauber den Trigger. Alles sauber hier. Oh, jetzt habe ich jetzt sauber den Puma. Wieder viel, was wir noch sehen. Wenn ich nichts sehe, bringt mir nicht viel. Lass mir weg sauber machen. Auch meine Map für dieses müssen wir für Heu. Im zweiten, also vermutlich, außer ich kriege jetzt ganz viel Geld zusammen, dann können wir eine nächste Wiese kaufen. Aber ich glaube es nicht. Ich bin schon die Abdreschgespanne bereit für morgen, für den Mittag. Ich gleich noch frühstücken und dann gut. Das gemacht, dann kann man jetzt eigentlich aufmachen die Klappe. Das Luft reinkriegen. Den Hänger hier oben, hänge ich schon mal an, sonst schon hin. Ich muss auf dem nächsten abklären. Ich möchte mir vielleicht direkt aufs Feld rüberbringen und reingruppern. So. Vielleicht sogar heute Nacht oder morgen früh schon Mist fahren. Wenn ich die Ballen runter habe, heute Abend. Morgen früh vielleicht schon früh Mist anfangen zu fahren aufs Feld da drüben. Dann will ich eigentlich. Ach, ich muss auch immer drehen. Ich denke, ich darf nicht vergessen, ich muss die Kühe nachher noch füttern. Ganz wichtig. Mal hinstellen. So, wir können eigentlich oben erstmal stehen lassen, den Trecker. So. Stehen. Der Hänger ist sauber. Reingehen, reingucken. Man so nehmen, den Weizen zu fahren. Cool, dann holen wir uns schon mal den Drescher. Hängt jetzt schon mal an alles. Dann kann der schon mal anfangen. Dann können wir damit eine nächste Folge anfangen zu dreschen mit unserem neuen Drescher. Lass mal ein bisschen laufen lassen, die Kiste. Mal gucken, hinten alles in Ordnung. Jo. Alles gut aus, Reifen sind auch alle in Ordnung. Ich habe schon mal nachgeguckt vorgestern, aber da ist aber nichts drin, kein Vieh drin. Hier ist auch kein Vieh drin. Oben mal gerade reingucken, ob der Lüfter alles läuft. Ist gut aus, der Auspuff sieht gut aus. Sieht alles gut aus. Lichter gerade mal gucken, ob die noch funktionieren, ob die alle funktionieren, ob da nichts kaputt gegangen ist die letzten Tage. Blinker funktioniert, Rückverlicht funktioniert. Funktioniert.
Ja, vorne funktionieren. Seitenbegrenzung vielleicht funktioniert, vorher nicht funktioniert, aber es nicht funktioniert. Alles gut. Kurz. Umleuchte. Scheint auch zu funktionieren. Jo. Kurz dann. Super, wie soll ich das denn anhängen ohne Einweiser? Richtig, ich brauche es drücken. Muss wieder nach rechts. Da ist mein Schaltwerk doch. Sehe ich sie dann nicht? Da ist es. So muss ich. Oh, noch ein Stückchen zurück. So. Ja, noch ein bisschen vor. Zurück. Wo muss jetzt gehen? Ja, so rein rüberschieben. Gut. Rüberschieben. Du tust drücken. Mal ein bisschen vor. Mal da zum Haus, essen was und dann können wir nachher so um 10 losfahren mit rechts zu trechen. So, um 10 losfahren mit dem Trecher. Naja, gut, dass wir dann was getroffen kriegen heute. Heute Abend dann pressen können und wieder holen wir morgen früh die Bollen heim, wenn wir mal Wetter gucken, gerade nochmal. Wir haben noch bis Montag trocken, also wir können heute drechen und Toy machen. Das müsste eigentlich möglich sein. Und dann morgen die Bollen heim wahrscheinlich. Also hoffen, dass wir heute oder morgen pressen können, dann holen wir morgen die Bollen heim spätestens. Wir fahren Montag und nächsten grob an alles unter. Keiner geerntet haben, ui. Wahrscheinlich der Erste, der anfängt zu trechen. Vielleicht kann es vielleicht auch ein bisschen stehen lassen, aber ganz im Ernst, ich will es ab runter haben. Weil, wenn es weg ist, ist es weg, ich muss es mit Deutschland ausmachen. Vielleicht, das nervt mich nachher, wenn ich im Küchentisch sitze und dann die ganze Zeit das Blink richtig reinkommt. Das ist ein bisschen ätzend, wenn ich es nicht rausnehmen. So Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne beim nächsten Mal vorbei. Macht's gut, bis dann und habt nicht vergessen. Ciao!